Ja, schönen guten Tag. Ich darf Sie alle hier vor Ort und auch zu Hause vor den Bildschirmen ganz herzlich zur Pressekonferenz der Recken begrüßen vor dem Heimspiel gegen den SC Magdeburg am kommenden Donnerstag um 19.05 Uhr in der ZRG Arena. Bisher haben wir 6.250 Tickets verkauft. Weitere sind natürlich noch bis Spielbeginn über unseren Online-Ticket-Shop oder vor Ort an der Abendkasse erhältlich. Mit dabei sind heute wie immer der Trainer Christian Prokop. Hallo. Und Renas Ustschins, die darf ich auch ganz herzlich begrüßen. Ja, standesgemäß gehört unserem Trainer die erste Frage. Vergangene Woche war jetzt Länderspielpause, ihr konntet ein bisschen verschnaufen, hattet aber einen Test in Lehrte, den ihr erfolgreich bestreiten konntet. Wie habt ihr diese Woche genutzt? Ja, nochmal hallo. Wir konnten die Woche gut nutzen, da wir schon nach dem Heimspiel die ein oder andere Blessur hatten. Bei manchen Spielern auch krankheitsbedingt, wenn man Vincent Büchner oder Hannes Feise nimmt, sodass die Woche uns gerade in den Fällen gut gelegen kam. Die konnten sich gut auskurieren und dann ein Integrationstraining wieder absolvieren. Und mit den Spielern, die zur Verfügung standen, haben wir einen bunten Mix aus Kraft- und Laufprogramm gehabt, wie das in diesen Nationalmannschaftswochen der Fall ist, plus zwei Handballeinheiten. Und wie du sagtest, in Lehrte einen schönen Test nochmal, wo wir auch ein Spielgefühl in Richtung Wochenende bekommen haben, vor einer tollen Kulisse. Das war eine nutzbare Zeit. Ansonsten haben wir die Nationalspieler beobachtet und die Spiele geschaut. Ja, du hast den Test in Lehrte jetzt gerade schon angesprochen, wo ja hauptsächlich Spieler aus dem Nachwuchs zum Einsatz kamen. Gab es da jetzt in der Woche irgendwen, der da besonders auf sich aufmerksam machen konnte? Also die Woche hatten wir schon genutzt, um mit der zweiten Mannschaft nochmal diese enge Verzahnung zu erweitern. Haben auch eine Trainingseinheit gemeinsam in Burgdorf letzten Mittwoch absolviert und haben das dann auch für den Lehrte-Test genutzt. Und da spielen sich einige Spieler in den Vordergrund. Vor allen Dingen aber gefällt mir die ganze Intensität, die Trainingseinstellung. Und das hat man vor allen Dingen in der ersten Halbzeit auch gespürt, dass wir mit sehr viel Spielfreude agiert haben. Dass Veit das auf Mitte sehr gut geleitet hat und den Luis Ewert als Beispiel, der Rückraumlinke der zweiten Mannschaft, toll in Szene gesetzt wurde, er die Chancen auch genutzt hat. Luke Depping auf rechts außen hat gezeigt, dass wir gerade im Linkshänderbereich bei der TSV sehr gut aufgestellt sind. Ja, Renas, jetzt war es für dich ja auch eine besondere Woche. Also ohnehin stand natürlich der Lehrgang von der U21 an mit den beiden Testspielen gegen Dänemark. Du wurdest aber dazu noch von Alfred Gislason dazu eingeladen, zwei Tage lang mitzutrainieren. Hat auch am Montag noch geklappt, aber dann hast du dich leider erkältet. Wie war denn die vergangene Woche für dich? Ja, wie du es angesprochen hast, war ich leider krank. Bin ein bisschen noch erkältet, aber soweit fit zum Spielen. Montag habe ich noch mittrainiert, konnte ein bisschen reinschnuppern, aber dann hat es mich halt bekommen. Und leider konnte ich dann die Woche weder für die Nationalmannschaft nutzen, noch für meinen Körper. So lag ich dann halt die Woche im Bett und habe am Montag wieder angefangen, Sport zu machen. Ja, und wie war das jetzt für dich? Also hast du immerhin eine Trainingseinheit mitgemacht. Konntest du da besondere Einblicke bekommen? Ja, also ich konnte schon mal den Einblick bekommen, wie Alfred Gislason als Bundestrainer arbeitet und natürlich habe ich für mich ein bisschen geschaut, wo ich gerade stehe in Deutschland und habe auch festgestellt, dass vielleicht gar nicht so weit mehr weg ist von einem möglichen Debüt, aber ja, da schaue ich noch nicht hin, da haben wir noch ein paar Aufgaben mit der Bundesliga. Ja, Christian, jetzt geht's am Donnerstag weiter und dann auch noch direkt gegen den deutschen Meister. Was erwartest du denn von den Magdeburgern am Donnerstag? Ja, eine Spitzenmannschaft, die in den letzten Jahren sich kontinuierlich verbessert hat. Vor allen Dingen über unglaublich flinkes 1-gegen-1-Spiel. Kann man den gesamten Rückraum nehmen, die einfach von jeder Position immer wieder wühlen und in den Zweikampf, in den Durchbruch kommen. Aber auch das Tempospiel um Christian O'Sullivan und Marco Besiak ist ein wichtiges Markenzeichen, wodurch sie auch deutscher Meister geworden sind. Also eine Mannschaft, die natürlich top besetzt ist und ein gutes taktisches Konzept verfolgt. Das kann man von Magdeburg erwarten. Gibt es da noch weitere Spieler, die du da besonders hervorheben möchtest? Naja, an Kai Smietz war ja die Sorge groß nach einer Verletzung von Omar Ingi Magnussen, dass Magdeburg jetzt abreißen lassen müsste, von der Qualität vielleicht ein bisschen schwächer gestellt ist.
Und gerade spricht das Gegenteil für ihn, ist da in die Bresche gesprungen und hat noch eine höhere Quote, was seine Effektivität im Durchbruch oder auch von 9 Meter und dann kommt noch der 7 Meter dazu. Also er ist gerade eine Verstärkung eher als ein Ersatzmann. Und was habt ihr euch jetzt für das Spiel am Donnerstag vorgenommen? Ja, viel auf uns zu schauen. Das ist sehr wichtig, dass wir Vertrauen in unsere Absprachen haben und dass wir uns natürlich als Mannschaft am Maximum bewegen. Wir brauchen eine sehr aggressive, agierende Abwehr, die wirklich ihrem Namen aller Ehren wert macht, gerade zu Hause. Und wir wollen natürlich uns auch nicht jedes Tor gegen die Magdeburger Deckung mit Schiebehandball erarbeiten, sondern wir wollen schon aufs Gaspedal treten und wissen um die Bedeutung für uns einfacher Tore und die Bedeutung, die Zuschauer auch abzuholen. Ich wünsche mir einen intensiven Fight, wo wir natürlich nicht der Favorit sind. Ja, Renners, jetzt ist das ja für dich auch ein besonderes Spiel. Du hast den Großteil deiner Jugend in Magdeburg beim SCM verbracht, hast aber, wenn ich richtig informiert bin, mit dem BRC schon mal gegen Magdeburg gespielt. Ist das aber trotzdem jetzt auch nochmal was ganz, ganz Besonderes für dich? Ja, also was ganz Besonderes jetzt nicht, aber ist schon, dass man gegen einen Verein spielt, wo man halt aufgewachsen ist, wo man halt immer nach oben geschaut hat und als auch Kind häufig in der Getik Arena war, um die Spiele zu schauen. Ja, aber es ist jetzt nicht vielleicht ein Spiel gegen alte Teamkollegen, sondern halt gegen Leute, wo man halt im erweiterten Umfeld halt 7 Jahre rumgelaufen ist, ja. Alles klar, das war's soweit von hier vorne mit meinen Fragen. Jetzt können Sie gerne Ihre Fragen stellen. Dafür bitte ein kurzes Handzeichen. Fangen wir mal bei Yannick an, gerne dafür auch das Mikro in die Hand nehmen. Ich frag mal etwas zum Personal. Wir haben ein paar Sachen hast du gerade schon angesprochen, Christian. Sind denn alle, die jetzt unterwegs waren bei ihren Nationalmannschaften, gesund wiedergekommen? Ist ja immer so eine wichtige Frage nach so einer Länderspielpause. Und wie sieht es denn mit dem Captain aus, mit Marius Steinhauser, der ja auch passen musste gegen Hamm zuletzt? Ja, wir sind sehr happy, dass alle gesund zurückgekommen sind, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Das habt ihr ja selber verfolgt. Erfolgserlebnisse, Misserfolgserlebnisse, Flughafenstreik ringsum Hannover heißt verspätete und nicht eingehaltene Routen, die man nehmen konnte. Aber wir haben 2 Tage mit heute und morgen, wo der Schwerpunkt auf Frische wiederbekommen liegt und so, dass wir ihnen einen maximalen Fight liefern werden am Donnerstag. Und Steini hat die Woche sehr gut genutzt, um wieder fit zu werden. Er ist, stand heute definitiv im Aufgebot. Ja, bitte. Ja, ich bin Yannick Meyer von Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und habe eine Frage an dich, Renas. Welche Verbindung hast du noch nach Magdeburg? Also zum Verein und auch privater Natur? Das ist leider so in Magdeburg, dass wir viele Jahre zusammen in der Jugend gespielt haben. Aber auch als ich gegangen bin, dass auch viele, viele Spieler auch ihren Weg in die zweite Liga oder halt zu den anderen Vereinen gemacht haben. Von dem her, leider sind es wirklich nur einzelne Personen, zu denen ich mal einen Kontakt habe. Aber ja, wenn es mal wirklich gelingt mit unserem Spielplan, dann versuche ich auch mal ein Spiel in der Hermann-Giesler-Halle zu besuchen. Also keine Freundschaften mehr. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja, Simon Lange. Ich würde gerne nochmal aufs Personal zurückkommen, weil es ging ja nicht nur um die weg waren und um Steini, sondern auch um Justus Fischer, Martin Hanne, die hatten beide gesagt, so zum Magdeburg-Spiel oder mit der Länderspielpause könnte es wieder klappen. Kannst du da einen Stand nennen? Und wenn ich auf meinen Zettel gucke, hattest du eben selber auch noch Vincent Büchner und Hannes Feise erwähnt, ob die dann eben auch fit sind und... Ja, also bei Vincent und Hannes kann ich definitiv grünes Licht geben und wir freuen uns auch, dass sie im Kader sind und wie Renas ihre Erkältung überstanden haben. Bei Martin und bei Justus ist es leider noch nicht definitiv sagbar, ob am Donnerstag es reicht. Sie sind in guten Fortschritten, haben jetzt auch sehr viel intensive Integrationssachen durchgeführt. Waren aber bisher noch nicht im Mannschaftstraining. Von daher muss ich die Situation morgen weiterhin abwarten und besprechen.
mal sagen, war heute schon das Mannschaftstraining mit den Rückkehrern oder steht das noch an? Nein, wir kommen direkt vom Mannschaftstraining, war schon. Ja, bitte. Nochmal eine Frage an dich, Renas. Ich habe gesehen, du hast mit 3 Jahren schon angefangen beim SC Magdeburg, also sehr früh. Was sind denn da so deine Kindheitserinnerungen, die du noch hast? Genau. Mit 13 war ich beim SCM. Ich komme aus Kühnau. Da spiele ich seit der E-Jugend, aber ich war erst mit 13. Dann ist der Wikipedia-Artikel nicht ganz richtig. Ja, genau. Das kam mir nämlich auch gleich spanisch vor, mit 3 Jahren. Bisschen das ist super dumm. Talent. Nochmal die Frage dann. Also mit 13 Jahren angefangen, was sind da so deine Erinnerungen, die du hast an den Verein? Ja, natürlich. Es sind super Erinnerungen an die Jugendzeit einfach. Man hat, wie ich erwähnt habe, mit 10, 12 Leuten 6 Jahre zusammengespielt, wirklich feste Freundschaften entwickelt und halt auch so die Jugendzeit miteinander durchlebt, auch im Internat. Viele Sachen gemacht, auch die Erzieher mal ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, was alles dazugehört. Und ja, da blicke ich wirklich sehr gerne zurück. Es war auch wirklich eine sehr schöne Zeit und ein super Lebensabschnitt. Ja, Simon Hager. Ich frage auch noch dazu, Renas. Du hast gesagt, nach Magdeburg hast du nicht mehr so die Kontakte, weil die Spieler eben sich auch verstreut haben. Aber wie ist es emotional? Jetzt spielt ihr nicht in Magdeburg, ihr seid in Hannover, aber hängst du noch irgendwie an der Stadt? Und die weiterführende Frage, jetzt bist du ja seit etwas mehr als einem Jahr in Hannover. Wie hast du dich hier eingelebt und ist Magdeburg quasi schon gestrichen, weil das hier so toll ist? Ja, das auf jeden Fall. Also emotional hänge ich nicht mehr dran. Wenn ich nach Dessau fahre, ins Elternhaus, dann fahre ich immer in Magdeburg vorbei, fahre ich durch Magdeburg durch, das ist immer schön, aber sonst ist da jetzt keine emotionale Bindung oder dass ich da irgendwie hinterher weine, weil ich ja mich wirklich super in Hannover eingelebt habe, meine Rolle gefunden habe und wirklich meine nächsten Schritte hier gehen will. Da bin ich hier auch super glücklich und ja, und freue mich auf die nächsten Jahre hier. Gibt es weitere Fragen? Ja, Yannick Wittenberg. Frage geht ein bisschen in die Richtung an Christian. Es war ja in den letzten Spielen oftmals so, dass es immer mal wieder Phasen gab in den Spielen, starke Spiele mit, wo immer wieder Schwächephasen reingekommen sind, was auch immer gern so ein bisschen als so die Achillesferse noch angeführt wird bei den Recken in dieser Saison und deswegen ja vielleicht auch noch nicht dieser Sieg geklappt hat bislang gegen einen der ganz Großen. Mich würde mal interessieren, inwieweit wird das im Training, sprichst du das im Training an, dass man ja an diesen Phasen, wo die Leistung in den Spielen immer mal abfällt für so ein paar Minuten, mal 10, mal 15 Minuten, wie weit arbeitet ihr an diesem Problem in Anführungsstrichen? Nee, das lässt sich definitiv nicht trainieren, weil das mit verschiedensten Umständen einfach zu tun hat. Aber Mannschaften, die gerade ab Platz 6 abwärts in der Liga um die Punkte kämpfen, bei den Mannschaften ist das verstärkt zu sehen. Und das möchte natürlich jede Mannschaft irgendwo klein halten oder im besten Fall ausmerzen. Es liegt am Gegner, es liegt an Spielständen, wo man manchmal vom Kopf her die Konsequenz, die Konzentration ein Stück weit dann vernachlässigt. Und dann bringt man sich ungewollt in Drucksituationen, wo man vielleicht noch einen unberechtigten oder strittigen Pfiff bekommt oder eine freie Torchance liegen lässt. Und das sind so Phasen, die sich einfach ergeben. Und natürlich habe ich eine Möglichkeit, mit einer Auszeit, mit Auswechslungen gegenzusteuern. Aber wir sind als Mannschaft einfach gefragt, über, wie Renas sagt, eine gute Rollenverteilung, eine gute Hierarchie zu wissen, was wir in der jeweiligen Situation als Ziel haben. Und da bei 100% zu bleiben. Und das hat die Mannschaft schon häufig gezeigt. Gerade zu Beginn des Spiels sind wir sehr wach, arbeiten sehr an der Umsetzung des Plans. Dann spielen wir mit einer tollen Quote in Abwehr und Angriff. Das 60 Minuten zu bringen, ist verdammt schwer, weil es einfach Unterzahl-, Überzahl-Situationen etc. gibt. Aber gebe ich dir recht, das ist einfach unser Ziel, uns da ranzurobben. Brauchen wir aber noch ein Stück weit auch Spielerfahrung. Das kann ich nicht im Training simulieren. Ja, Jonas Löwersmeier. Ja, Christian, um nochmal auf den Gegner zu kommen, den Ausfall von Omar Ingi Magnusson hast du schon angesprochen. Magnus Saupstrup ist ja auch noch ausgefallen. Hat dich überrascht, wie gut Magdeburg das aufgefangen hat? Dann gerade kurz danach dann ja auch der Sieg gegen Veszprém und andere starke Ergebnisse? Oder war dir das klar, dass die breit genug aufgestellt sind?
überrascht hat mich der Transfer mit Oskar Bergendahl, dass das so schnell und so reibungslos funktioniert. Stuttgart war ja noch auch oder ist noch nicht aller Sorgen ledig dort, aber da muss man den Verantwortlichen vom SCM Kompliment aussprechen, weil sie sich mit Sicherheit, was Angriffsverhalten nicht verschlechtert haben mit ihm, und das sieht man auch an der Spielweise. Er ist neben vielen Durchbrüchen auch oft ein Zielspieler bei ihnen, und von daher ist es ein wichtiges Puzzleteil, was sie dazu stemmen konnten, um auch solche Spiele in der Champions League oder in der Liga weiter konkurrenzfähig halt zu gestalten. Ja, Simon Lange. Frage an beide, in welcher Rolle seht ihr euch gegen Magdeburg? Ich glaube, wahrscheinlich ist auf dem Papier Magdeburg Favorit, wenn man die Tabelle auch anschaut, aber wie geht ihr in dieses Spiel rein? Gerne als Außenseiter oder als eine Mannschaft, die auch schon klar machen will, dass sie gewinnen will? Fängt Renos bitte an? Ja. Ja, ich sehe uns in derselben Rolle, wie als wir nach Berlin gefahren sind, gegen Kiel gespielt haben oder auch zu den Löwen gefahren sind. Da haben wir uns nicht versteckt, sondern haben einfach bewusst unsere Stärken ausgespielt, und dann haben wir gesehen, was bei rauskommen kann, wenn wir uns unsere Stärken und unseren Plan halten. Und wir haben jetzt auch als Mannschaft schon 2-3 Mal eben diese Spielphasen durchgemacht, wo wir aus einem +4 verlieren. Und ja, ich finde, wir können oder wir müssen das wieder machen, an unsere Stärken halten und den Plan halten. Und wenn wir dann wieder in solche Situationen kommen sollten, dann bin ich mir sicher, dass wir da ein Stückchen stärker sind als letztes Mal. Finde ich eine starke Antwort und ist auch die Wahrheit. Das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, was Renner sagt. Dazu freuen wir uns riesig, auf Donnerstag vor so einer Kulisse zu spielen, gegen Magdeburg zu spielen. Das ist für uns ein Top-Ereignis und das wollen wir maximal nutzen. Also mit anderen Worten, es wird Zeit, dann in dieser Saison endlich mal einen Großen zu schlagen. Natürlich wünschen wir uns das alle, aber wir wollen in jedem Spiel um Punkte kämpfen. Und mit Sicherheit hat da Magdeburg auch ein Wörtchen mitzureden, wie die hier anreisen. Und ich glaube, die Illusion kann ich jedem nehmen, dass sie irgendwie Hannover auf die leichte Schulter nehmen werden. Die werden sich maximal fokussieren und haben ihre Ziele vor Augen. Deswegen sind wir gut beratschlagt, da auf uns zu schauen. Jannik Wittenberg. Nochmal eine Frage, die auf die Länderspielpause jetzt abzielt, konkret auf die deutsche Mannschaft. Inwieweit hat es dich überrascht, Christian, dass jetzt in den beiden Spielen... Bin ich ein bisschen befangen, das ist schwierig immer. Ich stelle die Frage trotzdem mal. Inwieweit hat es dich überrascht, dass in den beiden Spielen jetzt doch klar geworden ist, dass der Abstand der deutschen Mannschaft zu Dänemark, dem Weltmeister, doch noch recht groß zu sein scheint, ein Jahr vor der EM? Oder hast du das damit gerechnet? Das ist echt schwierig zu beantworten. Klar sagt man, die Dänen haben ohne 7 oder ohne 8 gespielt, aber wenn man sieht, wer natürlich auch nachkommt und was an Ehrgeiz und Mentalität da auf dem Platz steht, das nötigt einem erstmal Respekt ab. Und natürlich guckt man da auch ein bisschen neidisch auf dieses Land, wie es immer wieder schafft, solche Talente über die Jugendförderung, aber vor allen Dingen im Männerbereich dann so zu integrieren, dass sie so selbstbewusst und trotzdem mit so viel Spielfreude unterwegs sind. Das wirkt bei uns alles anders. Und da müssen wir uns schon an der eigenen Nase fassen, was wir da falsch machen. Nicht nur jetzt in dieser Woche, sondern nochmal grundsätzlich. Ich bin der Meinung, dass wir sehr viele gute Handballer in Deutschland haben, auch mannschaftlich über ein sehr gutes Konzept kommen können, dass aber auch vieles im Kopf entschieden wird. Und da waren wir in den beiden Spielen nicht auf der Höhe. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Simon Lange. Mir fällt gerade noch ein, es ist ja eigentlich auch ein Doppelspieltag für euch, Nachholspiel gegen Magdeburg und dann Sonntag schon Lemgo. Ist das schon irgendwie ein Thema oder ist jetzt 100% Fokus erstmal Magdeburg? Ja, definitiv. So ist es. Gibt es noch weitere Fragen? Dem scheint nicht so. Wollt ihr ein paar Fragen stellen? Habt ihr ein paar Zettel?
Ein Moment, einmal auf das Mikrofon warten. Ab wann spielen Sie schon Handball? Also jetzt wahrscheinlich an Renner, ja, richtig? Ja. Ich spiele schon seitdem ich, glaube ich, so 7, 8 bin. Da habe ich bei den Minis angefangen in Dessau bei der SG Kühnau. Bin dann mit 13 nach Magdeburg, habe dort 6,5 Jahre gespielt. Ein halbes Jahr beim BHC in der Bundesliga reingeschnuppert. Zurück nach Magdeburg ein Jahr und jetzt bin ich bei den Recken. Ab wann wussten Sie, dass Sie ein Profi-Handballer werden? Davon habe ich schon immer eigentlich geträumt, als ich klein war. Und als ich dann nach Magdeburg gegangen bin und die erste Einladung zur Nationalmannschaft bekommen habe, zur Jugendnationalmannschaft, da habe ich gemerkt, dass das will ich mir beibehalten und ich will irgendwann die Bundesliga. Und was ist Ihr Torrekord in einem Spiel? Ich glaube, das sind in der dritten Liga 14 Tore. Für die Youngsters oder? Ja, ja, für die Youngsters, ja. Wo sind Sie besser, Angriff oder Abwehr? Ich würde sagen noch Angriff, aber wir sind, wir arbeiten daran, zielstrebiger. Auch dass Abwehr meine große Stärke wird. Gibt es noch weitere Fragen von euch? Nee, ich glaube, das war's. Das war's? Okay. Ja. Super. Schönes Schlusswort. Ja, dann bedanke ich mich wie immer bei Ihnen allen und natürlich auch bei den Leuten zu Hause vor dem Bildschirm, dass Sie mit dabei waren. Wie gesagt, am Donnerstag um 19.05 Uhr gegen den SC Magdeburg in der ZRG Arena. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Dienstag und bis bald. Vielen Dank. Bis bald, danke. Ciao. Ciao.